Gott, bitte Angabe jetzt. Und auch der geht ins Netz. Da hat Schwerin Glück, dass Sinsheim solche Probleme hat mit den Angaben. Marie Frick will es jetzt besser machen. Neuzugang aus Frankreich. Und sie macht das Anspiel auf Patricia Thormann. Und das war ein wichtiger Punkt für Schwerin. Da schreit Thormann auch ihre Freude raus, weil das braucht sie. Gelungener Angriff. Vorgelegt von Marie Frick, die jetzt auch wieder bei der Angabe steht. 12 zu 13. Eine gute Angabe. Haben die Sinsheimerin Probleme und der Ball kommt nicht wieder zurück. 13 zu 13. Und damit wecken sie hier die Arena wieder auf. Und dann geht der Ball von Frick ins Netz. 13 zu 14. Staus. Wir den Ball jetzt hereinbringen. Und der Ball geht weg. 14-14. Toben geht wieder raus, Adlerova kommt. Und Schaus geht raus und dafür kommt Retzlaff. Bei Schwerin. Und hier geht zur Angabe. Schöne Variante, deshalb Block eigentlich nicht wieder zusammen, aber Prost schlägt Adlerova an. Und von da aus geht der Ball ins Aus, Punkt für Sinsheim. Und wieder macht Prost den Ball direkt, Retzlaff kommt da nicht hin. Und technische Auszeit, die braucht Ture Alexandersson nicht nehmen, auch wenn er so aussah, als hat er genau das vor. 14 zu 16. Und während wir den Blick auf Ture Alexandersson richten, der hier auf seine Mannschaft die geschenkte Auszeit mal technisch vollkommen ausnutzen wird, wenn wir einen kleinen Blick auf die Auswechselspielerin bei Sinsheim, die kriegen das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. Wenn Sinsheim hier so weiter spielt, dann liegt eine Sensation hier in der Luft. Bringt den Ball rein. Und Frick auf Adlerova, das war gut gespielt. Und der Punkt für Schwerin. Frick täuscht die kurze Spiel an, da steigt sie auch hoch. Aber dann der lange Ball auf Adlerova, da kommt der Block nicht nach. Und dann der Punkt für Schwerin. Anja Brand jetzt bei der Angabe 15 zu 16. Und da hat sie Glück, Anja Brand. Der Ball rollt übers Netz und fällt dann nicht zu erreichen für die Sinsheimer auf dem Boden. Der Ausgleich. Und der nächste geht dann ins Netz. 16 zu 17.
Marisa Field. Adler Robber, das hat sich schön ausgeguckt. Die sind einmal zu dritt zum Block gestiegen und er legt ihn einfach in die linke Seite rein. Von uns aus gesehen. Punkt für Schwerin. Patricia Thormann. Mal. Also gut abgewehrt, die Schwerinerinnen. Und Kaufeld mit dem Block. Und Frick und Kaufeld mit der Kurzvariante. Zum 18 zu 17 für den Schweriner Sportclub. Patricia Thormann. Und Kaufeld stand da gut im Block. Jetzt brauchen sie den Block auf der anderen Seite und da hat die diese Stange auf der rechten Seite berührt, die da hochsteht. Die darf sie natürlich nicht berühren, ist wie das Netz. 19 zu 17 für Schwerin. Und der Sinsheimer Trainer rennt da vor den Offiziellen und zeigt ihm an, dass er doch eine Auszeit haben möchte, weil der ihn nicht gehört hat, nicht gesehen hat. Und der Sinsheimer Trainer jetzt auch wieder aufgebracht, versucht seine Mädchen wach zu rütteln. Das hat bisher gut funktioniert. Es geht zurück auf das Feld und es geht weiter mit. Gab's noch. Seine Schiedsrichteranweisung an den Kapitän. An Prus. Sache ist geklärt und jetzt kann Thormann Angabe machen. Und Mauersberger mit einem klasse Wurf und Punkt für Sinsheim. Aufgrund eines technischen Fehlers, da war wohl eine Schwerinerin im Netz. 19 zu 18. Luise Mauersberger mit der Angabe der Sprungaufgabe. Und Adlerova mit einem guten Schlag. Auf jeden Fall kriegen die Sinsheimer richtig. Und wieder Adlerova in den Block von außen aus. Von Katharina Staus. 20-18. Nadja Staus kommt jetzt wieder in die Partie. Retzlaff verlässt diese wieder. Und Adlerova bei der Angabe. Und da war eine Schwerinerin dran, so habe ich es auch gesehen, nach dem Ball von Mukalki. Und die geht konsequenterweise jetzt von der Platte für diese Angabe. Katrin Neumeier kommt. Denn die letzten Angaben von Mukalki gingen allesamt ins Netz. Und die Angaben von Neumeier waren gefährlich. 20-19 für den Schweriner SC. Dann Frick gut den Block gestellt und Schaus, da hat dann die Möglichkeit zum 21 zu 19 und die nutzt sie durch den Block durchgeschlagen. Da wollen die Sinsheimer den einfachen Punkt machen und den Ball immer wieder rüber schlagen auf die Schweriner Seite. Und Frick wehrt ihn dann ab als Block und legt ihn dann vor für Schaus.
Und die schlägt durch den Block durch. 21 zu 19. Berit Kaufeld. Und Mauersberger wieder mit einem gewaltigen Schlag. Und Mauersberger in den Block. Und der war aus. Da war kurz Freude aufgekeimt hier in der Arena, weil man dachte, guter Block gestellt, aber der Ball ging dann ins Aus. 21 zu 20. Nora Götz. Adlerova Schwierigkeiten bei der Annahme. Und dann von Pruse in den Block geschlagen. 22-20. Marie Frick. Sie hat das Spiel ein bisschen belebt. Das Angriffsspiel der Schwerinerin. Und jetzt auch jetzt spielen sie die Variante und Schaus schlägt den Block an, so zeigt es der Schiedsrichter. 23 zu 20. Marie Frick erneut. Oh, jetzt gehen sie beide Seiten hin. Haben die Sinsheimerinnen gedacht, die hätten den Punkt gehabt. Aber der geht nach Schwerin. Marie Frick mit der Angabe. Und Mauersberger diesmal nicht mit Gewalt. Und die kurze Variante mit Rand. Und Schaus bleibt im Block. Und der Punkt geht nach Sinsheim. Wohl ins Netz gegriffen. Würde ich sagen. Staus geht aus dem Spiel jetzt. Und eine Vorsatz kommt zur Angabe. 23 zu 21 für den Schweriner SC. Aber natürlich steht Sinsheim jetzt unter Druck hier im dritten Satz. Wenn der Punkt jetzt an den SSC geht, hat dieser Satzball natürlich. Matchball soweit sind wir noch nicht. Aber jetzt hat erstmal Sinsheim die Möglichkeit. Neumeier und er ist zu weit. Und jetzt haben wir den Satzball. Die Halle erhebt sich. Und jetzt gibt es nochmal den Wechsel wieder zurück. Staus kommt wieder für Vorsatz. Und Nadja Schaus mit der Angabe zum Satzgewinn. Kurze Variante und da kommt Frick nicht mehr ran. Da musste sie rangehen, weil der wäre noch drin gewesen, konnte sie nicht weglassen. 22-24. Julia Pruss versucht jetzt mit ihrer Angabe den zweiten.